Das Feuerzeug. Es kam ein Soldat die Landstraße daher marschiert. Eins, zwei, eins, zwei. Er hatte seinen Tornister auf dem Rücken und einen Säbel an der Seite, denn er war im Krieg gewesen und nun wollte er nach Hause. Da begegnete er einer alten Hexe auf der Landstraße. Sie war abscheulich anzusehen. Ihre Unterlippe hing ihr bis auf die Brust herab. Sie sagte: »Guten Abend, Soldat! Was für einen hübschen Säbel und was für einen großen Tornister du hast! Du bist ein richtiger Soldat! Nun sollst du so viel Geld bekommen, wie du nur haben willst!« »Schönen Dank auch, du alte Hexe«, sagte der Soldat. »Siehst du den großen Baum?« sagte die Hexe und zeigte auf den Baum, der neben ihm stand. »Er ist innen ganz hohl. Du musst hinauf in den Wipfel klettern, dann wirst du ein Loch sehen, durch das du dich hinabgleiten lassen und tief hinunter in den Baum gelangen kannst. Ich werde dir einen Strick um den Leib binden, damit ich dich wieder heraufziehen kann, wenn du mich rufst.« »Was soll ich denn da unten im Baum?« fragte der Soldat. »Geld holen«, sagte die Hexe. »Du musst wissen, wenn du auf den Boden des Baumes hinunterkommst, bist du in einem großen Gang. Dort ist es ganz hell, denn da brennen über 100 Lampen. Dann siehst du drei Türen, die kannst du aufmachen, denn der Schlüssel steckt darin. Gehst du in die erste Kammer hinein, so siehst du mitten auf dem Fußboden eine große Kiste, auf der ein Hund sitzt. Der hat ein paar Augen so groß wie Teetassen, doch darum sollst du dich nicht kümmern. Ich gebe dir meine blau karierte Schürze mit. Die kannst du auf dem Boden ausbreiten. Dann geh ganz rasch hin und nimm den Hund, setz ihn auf meine Schürze, öffne die Kiste und nimm so viele Schillinge heraus, wie du haben willst. Sie sind alle aus Kupfer. Willst du aber lieber Silber haben, dann musst du in das nächste Zimmer gehen. Aber dort sitzt ein Hund, der hat ein paar Augen, so groß wie Mühlenräder. Doch darum sollst du dich nicht kümmern. Setz ihn auf meine Schürze und nimm von dem Silber. Möchtest du dagegen Gold haben, so kannst du auch das bekommen, und zwar so viel, wie du tragen kannst, wenn du in die dritte Kammer hineingehst. Aber der Hund, der hier auf der Geldkiste sitzt, hat zwei große Augen, jedes so groß wie der runde Turm. Glaub mir, das ist ein richtiger Hund. Doch darum sollst du dich nicht kümmern. Setze ihn nur auf meine Schürze, dann tut er dir nichts, und nimm aus der Kiste so viel Gold, wie du nur willst.« »Das wäre gar nicht so übel«, sagte der Soldat. »Aber was soll ich dir geben, du alte Hexe? Denn etwas wirst du wohl haben wollen, denke ich.« »Nein«, sagte die Hexe, »nicht einen einzigen Schilling will ich haben. Du sollst mir nur ein altes Feuerzeug mitbringen, das meine Großmutter vergaß, als sie das letzte Mal dort unten war.« »Na dann binde mir den Strick um den Leib«, sagte der Soldat. »Hier ist er«, sagte die Hexe, »und hier ist meine blau karierte Schürze.« Nun kletterte der Soldat den Baum hinauf, ließ sich in das Loch hinunterfallen und stand nun, wie die Hexe gesagt hatte, unten in dem großen Gang, wo die vielen 100 Lampen brannten. Jetzt machte er die erste Tür auf. Da saß der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen und glotzte ihn an. »Du bist ja ein netter Kerl«, sagte der Soldat, setzte ihn auf die Schürze der Hexe und nahm so viele Kupferschillinge, wie er in seinen Taschen unterbringen konnte, schloss dann die Kiste, setzte den Hund wieder darauf und ging in das zweite Zimmer hinein. »Eieiei, dort saß der Hund mit den Augen so groß wie Mühlenräder.« »Du sollst mich nicht so anstarren«, sagte der Soldat, »du könntest Augenschmerzen bekommen.« Und dann setzte er den Hund auf die Schürze der Hexe. Aber als er das viele Silbergeld in der Kiste sah, warf er all das Kupfergeld, das er hatte, fort und füllte die Taschen und seinen Tornister mit lauter Silber. Jetzt ging er in die dritte Kammer hinein. Nein, war das abscheulich. Der Hund da drinnen hatte wirklich zwei große Augen, so groß wie der runde Turm, und die drehten sich im Kopf herum wie Räder. »Guten Abend«, sagte der Soldat und griff an die Mütze, denn einen solchen Hund hatte er noch nie gesehen. Aber als er ihn eine Weile angeschaut hatte, dachte er, nun mag es genug sein,
hob ihn auf den Boden hinunter und machte die Kiste auf. Nein, Gott bewahre, was war das für eine Menge Gold? Dafür konnte er ganz Kopenhagen und die Zuckerschweinchen der Kuchenfrauen, alle Zinnsoldaten, Peitschen und Schaukelpferde kaufen, die es in der Welt gab. Ja, das war wahrhaftig Geld. Nun warf der Soldat all die Silberschillinge, mit denen er seine Taschen und seinen Tornister gefüllt hatte, fort und nahm stattdessen Gold. Ja, alle Taschen, der Tornister, die Mütze und die Stiefel wurden gefüllt, sodass er kaum gehen konnte. Jetzt hatte er Geld. Den Hund setzte er auf die Kiste, schlug die Tür zu und rief dann durch den Baum hinauf. »Jetzt zieh mich hinauf, du alte Hexe!« »Hast du das Feuerzeug mit?« fragte die Hexe. »Wahrhaftig«, sagte der Soldat, »das hatte ich ganz vergessen.« Und dann ging er und holte es. Die Hexe zog ihn herauf und dann stand er wieder auf der Landstraße, die Taschen, die Stiefel, den Tornister und die Mütze voll Geld. »Was willst du denn mit dem Feuerzeug?« fragte der Soldat. »Das geht dich nichts an«, sagte die Hexe. »Nun hast du ja dein Geld bekommen. Gib mir nur jetzt das Feuerzeug.« »Schnickschnack«, sagte der Soldat. »Willst du mir auf der Stelle sagen, was du damit anfangen willst? Oder ich ziehe meinen Säbel und haue dir den Kopf ab.« »Nein«, sagte die Hexe. Da hieb der Soldat ihr den Kopf ab, band all sein Geld in ihre Schürze, nahm es wie ein Bündel auf den Rücken, steckte das Feuerzeug in die Tasche und ging geradewegs in die Stadt. Es war eine schöne Stadt und in dem schönsten Wirtshaus kehrte er ein, verlangte die allerbesten Zimmer und Speisen, die er gern aß, denn nun war er reich, da er so viel Geld hatte. Dem Diener, der seine Stiefel putzen sollte, schien es freilich, das wären sonderbare alte Stiefel, die so einem reichen Herrn gehörten, aber er hatte sich noch keine neuen gekauft. Am nächsten Tag schaffte er sich gute Stiefel und schöne Kleider an. Nun war der Soldat ein vornehmer Herr geworden und die Leute erzählten ihm von all der Herrlichkeit, die es in ihrer Stadt gab und von ihrem König und was für eine reizende Prinzessin seine Tochter sei. »Wo kann man sie zu sehen bekommen?« fragte der Soldat. »Man kann sie überhaupt nicht zu sehen bekommen«, sagten alle. »Sie wohnt in einem großen Kupferschloss mit vielen Mauern und Türmen ringsherum. Niemand außer dem König wagt, bei ihr aus- und einzugehen, weil geweissagt worden ist, dass sie mit einem ganz gemeinen Soldaten verheiratet werden soll, und das gefällt dem König nicht.« »Die mochte ich wohl sehen«, dachte der Soldat, »aber dazu konnte er ja gar keine Erlaubnis bekommen.« Nun lebte er recht lustig, ging ins Theater, fuhr in des Königs Garten und gab den Armen viel Geld. Und das war recht getan. Er wusste wohl aus vergangenen Tagen, wie schlimm es war, nicht einen Schilling zu besitzen. Er war jetzt reich, hatte hübsche Kleider und bekam daher viele Freunde, die alle sagten, er sei ein lieber Mensch, ein richtiger Kavalier, und das gefiel dem Soldaten. Da er aber jeden Tag Geld ausgab und keins wieder einnahm, so hatte er zuletzt nicht mehr als 2 Schilling übrig und musste aus den schönen Zimmern ausziehen, in denen er gewohnt hatte, und hinauf in eine winzig kleine Kammer, dicht unter dem Dach, musste seine Stiefel selber putzen und sie mit einer Stopfnadel zusammennähen. Und keiner seiner Freunde kam zu ihm, denn man musste so viele Treppen hinaufsteigen. Es war ein ganz dunkler Abend und er konnte sich nicht einmal ein Licht kaufen. Aber da fiel ihm ein, dass ein kleiner Stummel in dem Feuerzeug lag, das er aus dem hohlen Baum mitgenommen, in den die Hexe ihn hinuntergeholfen hatte. Er holte das Feuerzeug und den Lichtstummel hervor. Aber gerade als er das Feuer schlug und die Funken aus dem Feuerstein sprühten, sprang die Tür auf und der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen, den er unten im Baum gesehen hatte, stand vor ihm und sagte, »Was befiehlt mein Herr?« »Was ist denn das?« sagte der Soldat. »Das wäre ja ein lustiges Feuerzeug. Kann ich so bekommen, was ich haben will? Schaff mir etwas Geld«, sagte er zu dem Hund. Und wupp war der Hund fort. Und wupp war er wieder da und hielt einen großen Beutel voller Schillinge in seinem Maul. Nun wusste der Soldat, was für ein herrliches Feuerzeug das war. Schlug er einmal, so kam der Hund, der auf der Kiste mit dem Kupfergeld saß. Schlug er 2-mal, so kam der, welcher Silbergeld hatte, und schlug er 3-mal, dann kam der, welcher Gold hatte. Jetzt zog der Soldat wieder hinunter in die schönen Zimmer, legte die guten Kleider an
und gleich erkannten ihn all seine Freunde wieder und hatten ihn gern. Da dachte er einmal, es ist doch etwas Sonderbares, dass man die Prinzessin nicht zu sehen bekommen kann. Sie soll so schön sein, sagen sie alle. Aber was hilft das schon, wenn sie alle Zeit in dem großen Kupferschloss mit den vielen Türmen sitzen soll? Kann ich sie denn gar nicht zu sehen bekommen? Wo ist denn mein Feuerzeug? Und dann schlug er Feuer und wupp, kam der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen. Es ist freilich mitten in der Nacht, sagte der Soldat, aber ich möchte so herzlich gerne die Prinzessin sehen, nur einen kleinen Augenblick. Der Hund war gleich zur Tür hinaus, und ehe der Soldat sich's versah, kam er mit der Prinzessin zurück. Sie saß auf dem Rücken des Hundes und schlief und war so wunderschön, dass jeder sehen konnte, dass es eine wirkliche Prinzessin war. Der Soldat konnte gar nicht anders, er musste sie küssen, denn er war ein richtiger Soldat. Der Hund lief dann mit der Prinzessin zurück, aber als es Morgen wurde und der König und die Königin Tee tranken, sagte die Prinzessin, sie habe heute Nacht einen so seltsamen Traum von einem Hund und einem Soldaten geträumt. Sie sei auf dem Hund geritten und der Soldat habe sie geküsst. Das war ja eine nette Geschichte, sagte die Königin. Nun sollte in der nächsten Nacht eine der alten Hofdamen am Bett der Prinzessin wachen, um zu sehen, ob es ein wirklicher Traum war oder was es sonst sein mochte. Der Soldat sehnte sich so schrecklich danach, die schöne Prinzessin wiederzusehen, und so kam denn der Hund in der Nacht, nahm sie und lief, was er nur laufen konnte. Aber die alte Hofdame zog Wasserstiefel an und lief ebenso schnell hinterher. Als sie nun sah, dass sie in einem großen Haus verschwanden, dachte sie, jetzt weiß ich, wo es ist, und machte mit einem Stück Kreide ein großes Kreuz an das Tor. Dann ging sie heim und legte sich hin, und der Hund kam auch wieder mit der Prinzessin zurück. Aber als er sah, dass ein Kreuz an das Tor des Hauses gemacht war, wo der Soldat wohnte, nahm auch er ein Stück Kreide und malte Kreuze auf alle Tore in der ganzen Stadt. Und das war klug gehandelt, denn nun konnte ja die Hofdame das richtige Tor nicht finden, da auf ihnen alle Kreuze waren. Früh am Morgen kamen der König und die Königin, die alte Hofdame und alle Offiziere, um zu sehen, wo die Prinzessin gewesen war. »Da ist es«, sagte der König, als er das erste Tor mit einem Kreuz darauf sah. »Nein, es ist dort, mein lieber Mann«, sagte die Königin, die das zweite Tor mit einem Kreuz sah. »Aber da ist eins und dort ist eins«, sagten sie alle, wohin sie sahen, waren Kreuze an den Toren. Da konnten sie denn wohl sehen, dass all ihr Suchen nichts helfen würde. Aber die Königin war eine sehr kluge Frau, die mehr konnte als in der Kutsche fahren. Sie nahm ihre große goldene Schere, schnitt ein Stück Seidenstoff in zwei und nähte dann einen kleinen, niedlichen Beutel. Den füllte sie mit feiner Buchweizengrütze, band ihn der Prinzessin auf den Rücken, und als das getan war, schnitt sie ein kleines Loch in den Beutel, sodass die Grütze auf dem ganzen Weg, den die Prinzessin einschlagen würde, herausrieseln konnte. In der Nacht kam dann der Hund wieder, nahm die Prinzessin auf seinem Rücken und lief mit ihr zum Soldaten hin, der sie so lieb hatte und so gern ein Prinz gewesen wäre, um sie zur Frau zu bekommen. Der Hund merkte gar nicht, wie die Grütze herausrieselte vom Schloss drüben bis zum Fenster des Soldaten, wo der Hund mit der Prinzessin die Mauer hinauflief. Am Morgen sahen nun der König und die Königin wohl, wo ihre Tochter gewesen war, und dann nahmen sie den Soldaten und setzten ihn ins Gefängnis. Da saß er nun. Puh, wie dunkel und langweilig es dort war. Dann sagten sie zu ihm, »Morgen sollst du gehängt werden.« Das hörte sich nicht lustig an, und sein Feuerzeug hatte er im Wirtshaus vergessen. Am Morgen sah er durch das Eisengitter des kleinen Fensters, wie die Leute aus der Stadt eilten, um zu sehen, wie man ihn hängte. Er hörte die Trommeln und sah die Soldaten marschieren. Alle Menschen liefen hinaus. Da war auch ein Schusterjunge mit Schurzfell und Pantoffeln. Der lief so im Galopp, dass er seinen einen Pantoffel verlor, der gerade gegen die Mauer flog, wo der Soldat saß und zwischen den Eisengittern hinausguckte. »Hey, du, Schusterjunge, du brauchst keine solche Eile zu haben«, sagte der Soldat zu ihm. »Bevor ich komme, kann es nicht losgehen. Aber wenn du hinlaufen willst, wo ich gewohnt habe und mir mein Feuerzeug holst, dann sollst du 4 Schilling bekommen. Aber du musst die Beine in die Hand nehmen.« Der Schusterjunge wollte die 4 Schillinge gern verdienen und rannte davon, um das Feuerzeug zu holen, gab es dem Soldaten
und ja, nun werden wir hören. Draußen vor der Stadt war ein großer Galgen errichtet. Ringsherum standen die Soldaten und viele hunderttausend Menschen. Der König und die Königin saßen auf einem schönen Thron, dem Richter und dem ganzen Rat gerade gegenüber. Der Soldat stand hoch oben auf der Leiter, aber als sie ihm den Strick um den Hals legen wollten, sagte er, dass man einem Sünder ja immer, bevor er seine Strafe erleidet, die Erfüllung eines unschuldigen Wunsches gewähre. Er wolle so gern eine Pfeife Tabak rauchen. Es sei ja die letzte Pfeife, die er in dieser Welt bekomme. Das wollte ihm nun der König nicht abschlagen, und so nahm der Soldat sein Feuerzeug und schlug Feuer. Eins, zwei, eins, zwei. Und da standen alle Hunde, der mit den Augen so groß wie Teetassen, der mit den Augen wie Mühlenräder und der, welcher Augen hatte, so groß wie der runde Turm. »Helft mir jetzt, dass ich nicht gehängt werde«, sagte der Soldat, und da fuhren die Hunde auf den Richter und den ganzen Rat los, packten den einen bei den Beinen, den einen an der Nase und warfen sie viele Klafter hoch in die Luft, sodass sie niederfielen und ganz in Stücke sprangen. »Ich will nicht«, sagte der König, aber der größte Hund packte sowohl ihn als auch die Königin und warf sie hinter allen anderen drein. Da schraken die Soldaten und alle Leute riefen, »Kleiner Soldat, du sollst unser König sein und die schöne Prinzessin haben.« Dann setzten sie den Soldaten in des Königs Kutsche und alle drei Hunde tanzten vorneweg und riefen »Hurra!« und die Jungen pfiffen durch die Finger und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Die Prinzessin kam heraus aus dem Kupferschloss und wurde Königin und das gefiel ihr gut. Die Hochzeit dauerte 8 Tage und die Hunde saßen mit zu Tisch und machten große Augen.